Hallo. Herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Wir machen heute einen saftigen Schokoladenkuchen. Der Kuchen ist ohne Zucker, ohne Mehl und super saftig und weich. Er wird darum auch Glitschkuchen genannt. Wir zeigen euch nun, wie das geht. Glitschkuchen. Ja, ein Glitschkuchen. Der Kuchen ist glutenfrei und ohne Zucker. Für den Kuchen brauche ich 6 Eier, entsteinte Datteln, Mandeln, Kakaopulver, je mehr, desto schokoladiger schmeckt der Kuchen, Wasser und noch ein bisschen Vanilleextrakt. Als erstes trenne ich die 6 Eier. Die Datteln werden püriert mit dem Wasser und Eidotter. Das Wasser gebe ich in meinen Mixer. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Pürierstab pürieren. Dazu kommen die Datteln. Und die Eidotter. Dazu gebe ich noch einen Teelöffel Vanilleextrakt. Dazu machen wir noch das Kakaopulver. Ich will. Ja. Ach, dann hast du noch. Super. Deckel drauf. Deckel drauf. Und schön pürieren. Und schön pürieren. Zum Eiklar gebe ich noch eine Prise Salz und schlage es steif. Die pürierte Dattel-Schokomasse gebe ich in eine Schüssel. Ein Drittel vom Eischnee hebe ich schon zügig unter die pürierte Dattel-Schokomasse. Im Wechsel mit den gemahlenen Mandeln hebe ich den restlichen Eischnee unter. Den Kuchen backt man in einer Springform, da habe ich den Boden mit Backpapier belegt und den Rand gefettet. Den Kuchen backe ich bei 175 Grad Umluft auf der mittleren Schiene für 25 bis 30 Minuten. Die Torte bestäube ich noch mit Kakaopulver. Der Kuchen schmeckt lecker mit pürierten Früchten, zum Beispiel Himbeeren oder auch einer Kugel Fruchteis. Ein sehr leckerer und einfacher Kuchen und ganz ohne Zucker und Mehl. Das Rezept zum Nachlesen bzw. Nachbacken findet ihr wie immer auf meinem Blog www.mrsfluri.com. Ich habe es euch verlinkt unten in der Infobox. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri. Sagst du tschüss? Tschüss.